Das Leben und das traurige Ende von Jean Seberg. Jean Dorothy Seberg wurde am 13. November 1938 geboren. Ihre Mutter Dorothy Arline war von Beruf Lehrerin und ihr Vater Edward Waldemar Seberg Apotheker. Ihre Familie ist schwedischer, deutscher und englischer Abstammung. Sie hatte eine Schwester und zwei Brüder. Sie besuchte die University of Iowa, wo sie zunächst dramatische Künste studierte, bevor sie mit dem Filmemachen begann. Als Jean Seberg in ihren späten Teenagerjahren war, wurde ihr die Hauptrolle in dem Film St. Joan von 1957 angeboten. Der Film war eine Adaption des gleichnamigen Theaterstücks des berühmten Dramatikers George Bernard Shaw. Der Film wurde von Otto Preminger inszeniert und produziert. Der Film wurde aus mehreren Gründen kritisiert, nicht nur wegen Sebergs schlechter Leistung, sondern auch wegen historischer Ungenauigkeiten. Als nächstes spielte sie eine Nebenrolle in Otto Preminger's Bonjour Tristesse. Seberg erhielt für ihre Leistung erneut schreckliche Kritiken. Ihre Schauspielkarriere setzte sie jedoch fort. Ihr nächster Film war The Mouse That Roared, in dem sie eine Hauptrolle spielte. Der Film wurde von Jack Arnold inszeniert und wurde ein kommerzieller Erfolg. Seberg erntete Anerkennung für ihre Rolle in dem Film Atemlos von 1960. Unter der Regie von Jean-Luc Godard war der Film ein Riesenerfolg und erfreute sich großer Beliebtheit. Es war auch ein kommerzieller Erfolg. Im selben Jahr spielte sie auch in dem amerikanischen Film Let No Man Write My Epitaph. In den 1960er Jahren machte sie mit Filmen wie Lilith 1964, Moment to Moment 1966 und A Fine Madness 1966 auf sich aufmerksam. 1969 trat sie in dem Film Paint Your Wagon auf, dem einzigen Musikfilm ihrer Karriere. Regie führte Joshua Logan. Obwohl der Film ein kommerzieller Erfolg war, erhielt er überwiegend negative Kritiken. Als nächstes trat sie 1970 in dem Oscar-prämierten Film Airport in einer Nebenrolle auf. Regie führte George Seaton. Es war ein kommerzieller Erfolg und gewann mehrere bedeutende Auszeichnungen, darunter einen Oscar und einen Golden Globe Award. Die Geschichte drehte sich um einen Flughafenmanager, der versuchte, seinen Flughafen während eines Schneesturms offen zu halten, während ein Selbstmordattentäter während des Fluges ein Flugzeug bombardieren wollte. Jean Seberg heiratete im September 1958 François Morrel, einen französischen Anwalt. Sie ließen sich 1960 scheiden. Als nächstes heiratete sie Romain Gary, einen französischen Diplomaten, Schriftsteller und Filmemacher. Sie hatten einen Sohn, Alexandre Diego Gary. Auch sie ließen sich nach 2 Jahren scheiden. Später hatte sie eine romantische Beziehung zu Carlos Ornelas Navarra, einem Studentenrevolutionär. Sie brachte seine Tochter am 23. August 1970 zur Welt. Das Baby starb jedoch nach 2 Tagen. Ihre dritte Ehe wurde 1972 mit dem amerikanischen Schauspieler und Filmemacher Dennis Barry geschlossen. Das Paar trennte sich jedoch später und sie verlobte sich mit einem Mann namens Ahmed Hasni. Leider. Jean Seberg verschwand auf mysteriöse Weise in der Nacht des 30. August 1979. Ihre verwesende Leiche wurde nach 9 Tagen in ihrem Auto in eine Decke gehüllt gefunden. Die Polizei fand auch eine Flasche Barbiturate und eine leere Mineralwasserflasche sowie einen Abschiedsbrief. Obwohl ihr Tod als wahrscheinlicher Selbstmord eingestuft wurde, vermutete die Polizei, dass mehrere Personen an ihrem Tod beteiligt waren. Auf Wiedersehen, Jean Seberg.